ein grosses Aha ist durch die ganze gelehrte Welt von der Gewerkschaft der Historiker und von den Altphilologen, die sie aufgrund der Entdeckungen von dem Genie Heinrich Schliemann, von dem Archäolog, der eigentlich nicht einmal als archäologisch ausgebildet war, wo sie müssen feststellen, der Homer, der die alten Geschichten hat, dichtet, ist nicht ein Fabulierer gewesen, sondern es geht um historische Ereignisse, die jetzt belegt sind. Aha, unter dem dicken Staub von Troja sind wirklich die alten Trümmer von der früheren belagerten und nachher eroberten Stadt vorgekommen. Die weltberühmte Totenmaske von Agamemnon, von so einem sagenhaften König, er hat sie gefunden in Mykene. Der Goldschatz von Priamos, er hat ihn gefunden. Und seither weiss man, ein Genie, einer, der ein Geflüster, ein Gerücht, ein Mythos, eine Sage hat für wahr gehalten und nicht locker gelassen hat, bis er die Wahrheit hat das Tageslicht gefördert. Das ist die Geschichte von Heinrich Schliemann. Wir werden uns jetzt von dem Heinrich ein bisschen entfernen und werden immer mehr fragen, ja, wie ist das überhaupt mit dem, was Gott uns versprochen hat? Sind das so Mythen? Sind das so Legenden? Sind das leere Versprechungen oder nur Gerüchte? Oder gibt es wirklich ein Leben nach dem Tod? Für das wir noch mal sehen, welches Sediment im Moment zur Sprache gebracht wird, um was für eine dicke Schicht es geht, lesen in der Paulus noch einmal, 2. Timotheus 1,10. Der Wochenspruch für den 16. Sonntag nach Trinitatis. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Die Wahrheit kommt also schlussendlich ans Licht. Es ergeben sich immer wieder sehr seltsame Gesichtspunkte, wenn man so zwei Themen miteinander vergleicht, die man sonst nicht so nebeneinander sieht, wie zum Beispiel nach dem Gold vom Agamemnon-Graben oder nach dem ewigen Leben-Graben. Sediment von irdischen Geschichten, Sediment von der Sünde, von der Menschheitsgeschichte, Sediment also von der Vergänglichkeit. Wenn man das nebeneinander stellt, dann gibt es etwas ganz Interessantes, was ich herausgefunden habe, nämlich der Archäo. Arche heisst ja uralt auf Griechisch, oder das, was am Anfang war. Log heisst der, der etwas davon versteht. Der Archäologe, der, der darüber nachdenkt, das ist der eine Beruf. Und dann kehren wir es mal um und haben jetzt das Anfangswort vom Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort, oder so gesagt, in Arche en Logos. Wieder genau die gleichen beiden Begriffe, nur jetzt hier sehen wir etwas ganz anderes, was dafür kommt, nämlich das, was schon immer war, der Logos, das Leben, das sich offenbart hat. Nach Johannes 1 ist dann ganz klar, was man dort findet, wenn man geht buddeln. Menschheitsgeschichtlich geht es also um das Gleiche. Natürlich, Jesus war nicht ein Archäologe, aber wir sehen einen, der eine dicke Schicht anbuddeln geht, er grabt, er geht in das Totenreich runter. Und was bringt er zurück, wenn er wieder raufkommt? Das ist das, was der Paulus sagt. Aha, das war auch da unten. Niemand hat es für möglich gehalten. Nicht einmal der Paulus hat sich das lange Zeit so vorstellen. Jesus bringt Leben und unvergängliches Wesen an den Tag zurück. Der Tod hat seine Bedeutung verloren, die ganze Schicht. Man vergisst sie, man schaut nur noch, was ist da unten für einen Schatz vorgekommen. Das sind keine Zufallsfunde. Die Schicht ist so unglaublich gross, dick, hart, mächtig, staubig. Der Tod steht jedem im Weg. Das ist auch der Grund, warum viel aufgeben. Und wir wollen uns im nächsten Teil ein bisschen damit beschäftigen, was macht es denn aus, dass so wenig schlussendlich dorthin kommen und das finden. Was ist so abweisend an dem Ganzen? Warum haben so viele Menschen Angst vor dieser dicken archäologischen Schicht?